Und damit herzlich willkommen zum zweiten und letzten Teil, diesmal von der Lüdenscheid-Vorstellung. Diesmal machen wir die Map Linzingen, die wir tatsächlich als Komplettvorstellung machen, da diese hier komplett neu ist bei Lüdenscheid. Und keine Angst, es ist jetzt auch wirklich das letzte Video zu Lüdenscheid erstmal. Danach machen wir wieder ein paar andere Sachen. Außer halt in den Livestreams, da wird weiterhin Lüdenscheid sein. Aber videotechnisch gehen wir wieder auf andere Mods zurück. Und gucken uns das Ganze mal an. So. Ja, Linzig, was haben wir denn jetzt hier so Besonderes? Also zum einen, wir haben hier eine komplett neue Karte, die eher enger bebaut ist, weniger Grünanlagen aufweist. Wir haben eine Autobahn, wir haben einen kleineren Chemiepark. Besonderheit hierbei ist allerdings, wir haben mehr freiwillige Feuerwehren. So, weit mal dazu. So, wir fangen jetzt erstmal damit an, dass wir auf die Wachen zukommen. Wir fangen mit dem Rettungsdienst gleich an, würde ich ganz kurz sagen, weil das sind weniger Wachen. Gehen dann zur. F Nee, wir fangen mit der Pol an, gehen dann zum Rettungsdienst und machen dann die Feuerwehr. So ist das Ganze ein bisschen besser. Wir haben einmal die Wache 1 der Pol. Hier zu sehen mit ein paar. Ja. Normalen Streifenwagen, würde ich fast sagen, beziehungsweise Zivilpolizei, ein normaler Streifenwagen, hier auch wieder zwei VW-Busse, beziehungsweise einmal ist es die Luftaufsicht, die da mit reingefunden hat. Ich konnte jetzt bei der Luftaufsicht aber keine wirklichen speziellen Aufgaben finden, außer eben halt, dass man sie der Logik nach vielleicht holt, wenn man bestimmte Hubschrauber-Einsätze hat oder sowas, weil können Sie ja gerne mal eben mit alarmieren bei der Wache 1, ne? Ist aber egal, wir brauchen Luftaufsicht, da haben wir sie. Die können so meiner Meinung nach nichts. Und dann haben wir natürlich hier weiterhin noch Streifenwagen ganz normal stehen. Und das neue Polizei- oder beziehungsweise SEK-Fahrzeug, unseren Survivor X oder wie sich das Ding auch immer schimpft, Survivor X, so heißt das Ding, als Panzerfahrzeug. Richtig schick, richtig cool, richtig gefährlich. Und hier hinten noch ein Transporter, beziehungsweise Gefangenentransporter und noch ein Streifenwagen. So, ich habe mir eben die Luftaufsicht hier hergeholt. Ihr seht Dabei. sowohl hier nichts Besonderes an Funktion. Wenn ich jetzt mir so die Los geht's. einzelnen Mekkos angucke, auch hier nichts. Ich habe sie immer nur dazu geholt, wenn ich wirklich einen Heli geholt habe. Einfach nur, weil Verstanden. ich es kann. Könnte aber passieren, dass die halt in der nächsten Zeit mit Updates gleich geplant sind, dass sie neue Funktionen dazu bekommen. Auch witzig, ich habe zwischendurch immer mal Straßen, die grün sind. Ansonsten kann ich mir das gerade nicht anders vorstellen. Ansonsten großes Gebäude, schön am Wasser. So viel zur Polizei 1. So, dann haben wir die Polizei. Warte mal, ich mich interessiert mal. Ja, doch, heißt diesmal tatsächlich Polizei 20. Das ist die Bahnhofspolizei und wie auf anderen Maps auch, sind hier eben halt die normalerweise die Bundespolizei. In diesem Fall sind es einfach nur drei Streifenwagen, die in Silber gehalten sind. Allerdings finde ich, kommt das Silber nicht richtig rüber. Es ist einfach ein mattes Grau, was ich da jetzt eher bei habe. Ist mal speziell. Vielleicht sollte es auch die Bundespolizei werden. Ich kann es echt nicht genau sagen, weil, naja, es ist halt grau und silber hinterlegt. Oh, über die drei haben wir hier, aber ansonsten kennt man diesen Platz sehr schön aus der Wuppertal-Modifikation. Da kommt dieser Platz nämlich her. Ich glaube, das war da nämlich auch tatsächlich der Bahnhof. Komplett mit, außer eben halt das Außengeländer jetzt hier vorne. Das hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Haben wir sonst was Schönes, was ich euch bei der Polizei zeigen kann? Gut, wir haben natürlich noch die Bereitschaftspolizei, die zum Teil von hier kommt und zum Teil eben halt nicht auf der Karte ist. SEK, gut, habe ich erwähnt. Heli hole ich jetzt nicht hier, weil es ist halt ein Heli, ne?
Da machen wir uns mal nichts vor. Polizei ist jetzt aber auch nicht mein Augenmerk, sage ich mal, weil ich selber spiele Polizei im Multiplayer so gut wie gar nicht. Die haben halt coole Funktionen dazu gekriegt, was das Absperren angeht, und sie haben auch einen Feuerlöscher zugekriegt, und das ist alles super cool. Aber ich bin halt kein Pro-Spieler. Aber das war ich noch nie. Das ist jetzt aber unabhängig von Emergency 5 oder Emergency 4 oder irgendwelchen anderen Spielen. Ich bin einfach kein Pro-Spieler. Ja, dann kommen wir zu den Rettungswachen. Rettungswachen haben wir natürlich wieder die 1, die 10, 11, 13, 14, die Rettungsdienstführung, den SEG und Platz natürlich, beziehungsweise PZ NRW 01. Das ist eine Gefahrenlage, ich glaube, für, lass mich lügen, 10 Mann. Dann bekommen NEF, KTW, KTW. ATW, ATW, also für den Massenanfall an Verletzten ist der auf jeden Fall gedacht. Und brauchten wir tatsächlich auch schon bei einem Unfall. Ist ganz cool, weil du halt mit einer Alarmierung wesentlich mehr raushaust an Fahrzeugen. Lustige ist, ich kann ihn anscheinend, nee, kann ich nicht nochmal. Die Ausrückzeit drin. Ansonsten kannst du halt nachher auch noch von außerhalb dir wieder Rettungsdienst holen. Das ist ja auf der Lüdenscheid-Karte genauso. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. 4 Hubschrauber, nur 3 davon einsatzbereit. Ja, kommen wir zu den Wachen. Wir fangen mit der Wache 14 an. Die Wache 14, nee, Wache 14 ist wie auf der normalen Emergency-Karte die Wache Solenau im alten Wache 4-Design, würde ich mal sagen. Aus der Bibelfelder-Modifikation bestehend aus, kann ich nicht zeigen, zwei Rettungswagen auf jeden Fall. Ja, was willst du da jetzt groß sagen? Wache 14. Das Einzige ist halt, du hast bei der Linsenkarte halt weniger Rettungsdienstfahrzeuge. Allgemein, ja, auch bei Feuerwehr ist das jetzt ein bisschen weniger, meiner Meinung nach. Allerdings sind mehr Fahrzeuge verfügbar. Das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen. Was schöner ist, ich muss nicht erst die Alarmstufenerhöhungen durchknallen, bevor ich irgendwas machen kann, bevor ich wirklich richtig gut arbeiten kann. Na komm. Also ich kann natürlich auf der normalen Lünstedt-Karte auch sofort super arbeiten, aber es ist halt ein bisschen mehr Arbeit, bis ich denn die richtigen Einheiten nachher da habe. Beide Rettungswagen hier auf der Wache im selben Design. Ich finde die Blaulichter vorne so extrem geil. Ja. Sind die Befehle. Johanniter. Sofort. So viel dann zu der Wache. Dann haben wir. Wir haben keine reine Rettungsdienstwache mehr. Das ist ein bisschen doof gerade. Dann haben wir die Wache 10 weiter bei der Freiwilligen Feuerwehr mit drin. Bestehend aus zwei Rettungswagen, ein Notarzt. Wache 11. Die BF2, wenn man das so will. Auch bestehend aus zwei Rettungswagen und einen Notarzt. Warte mal, hier ist das Deutsche Rote Kreuz in so ein. Ich hol den mal raus. Ich hol ihn raus. Rettungswagen 1 müsste es jetzt ja du sein. Scheiße, das ist die falsche Wache, die Alarmierter. Ich bin natürlich auf 2 gegangen, aber 2 ist natürlich totaler Blödsinn. Ich müsste natürlich auf die 11 gehen. Das hat natürlich wieder super funktioniert. Egal. Die sehen halt so aus. Zack. Richtig cooles Design. Auch ein anderes Horn als sonst verbaut. Ich finde es sehr schick. Lass mich mal gucken. Du fährst nämlich von da. Oh, du bist Wache 10, du interessierst mich halt gerade einfach nicht. Wache 13, auch mit bei der Freiwilligen Feuerwehr verbaut.
Da A ist B. Hier komme ich wenigstens schön ins Gebäude rein, brauche nichts rausfahren. Auch ein Notarzt, zwei Rettungswagen verbaut. Im Normalfall, so wie die Wachen verteilt sind, reicht das auch tatsächlich aus. Und ganz zur Not, wenn wirklich Not an Mann ist, haben wir hier die Wache 1. Wir haben hier zwei Notarztfahrzeuge. Haben hier die alte Wache 3 bzw. Wache 12, wenn du so willst, von einer anderen Karte. Bestehend aus 4, 5 Rettungswagen. Also da kannst du richtig was mit anstellen. Ich glaube, das ist der IRTW hier, kann das sein? Ja. Also wenn du sonst nicht genug hast, da hast du genug. Plus zwei KTWs direkt mit dabei. Plus den leitenden Notarzt. Also von Wache 1 kannst du sehr, sehr, sehr viel holen. Weil wir dabei sind jetzt gerade, machen wir auch gleich die Feuerwehren. Das dauert nämlich ein bisschen länger. Deswegen rate ich den Rest gerade so ein bisschen durch. Man sieht schon direkt, es ist eine andere Fahrzeugaufteilung. Wir haben den, oder anders, es sind auch gleichzeitig nicht nur eine andere Fahrzeugaufteilung, sondern du hast auch ganz andere Fahrzeuge direkt drin. Alarm, Linzing, Hauptwache. Du hast halt ganz andere Fahrzeuge auch drin. Ich hole mal eben ein paar interessante Fahrzeuge raus. Beziehungsweise die uns jetzt gerade interessieren. Das ist derselbe. Was ganz cool ist, sind die Blaulichter hier vorne natürlich, die sich so schön wechseln. Und gucken, hat die DLK das auch? Ich glaube, die hat das auch. Zack. Ja. Was natürlich richtig cool ist, du hast anderes Design als auf der Lüdenscheid-Karte. Zum Beispiel den ELW 1.5, der typische B-Dienst, hat ein anderes Fahrzeug gekriegt. Wir sind hier eben halt auf dem VW Kraft da drauf. Zack, machen wir noch die rote Lampe an. Der hat halt eine schöne Größe. Also der ist wirklich cool. Dann haben wir unseren normalen C-Dienst, wie man ihn kennt. Allerdings mit einer Warntafel hinten dran, die man halt schön aufklappen kann. Und dann zum Beispiel, wie ich jetzt hier Geschwindigkeiten anzeigen lassen kann. Oder Unfall, auf welcher Seite die ausweichen müssen oder gar nicht. Oder Achtung, Stau, Baustelle, bei Ölspuren zum Beispiel Schleudergefahr, Verengung, was für eine Verengung, wie auch immer. Also das ist richtig, richtig cool. Natürlich auch rote Lampe mit dabei und machen das andere mal wieder auf. Weg, Warner, also der C-Dienst von der Wache hier kann ein bisschen mehr und ist auch richtig, richtig, richtig schick. Was gibt's? So, dann haben wir die DLK auf einem Iveco-Fahrgestell. Ich hatte mal so eine Motorhaube zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ist auch egal. Bin bereit. Nochmal nach hier vorne. Ich finde die richtig, richtig schick. Und du stehst immer noch nicht richtig, dass ich mal wirklich was zeigen kann. Und genau, dreh ich mal rein. Danke. Das sieht schon cool aus mit den Frontblitzern. Also das ist die neue DLK hier in Linzing. Schönes, schlichtes Design. Du hast sowieso für Linzing ein komplett neues Design auf den Fahrzeugen drauf, als zum Beispiel in Lüdenscheid. Du hast überall hier diese Karte mit drauf und sowas. Das ist schon cool. Und die Drehleiter an sich ist natürlich richtig, richtig schick. Was hast du noch? Du hast hier natürlich an der Hauptwache nicht direkt 25.000 Abrollbehälter stehen, wie bei der ersten Wache. Du hast hier eben halt dein Wagen und ABD-Con. So, du hast hier aber noch einen Kran stehen. Ja, noch nie im Einsatz. Doch, hatten wir schon einmal im Einsatz. Cool ist, ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich, wenn ich das so mache. Abrollbehälter WLF. Quatsch. ELF Decon.
Also ihr habt dann tatsächlich den ABC-Alarm als Sirene damit laufen. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Und zu guter Letzt, was diese Wache so ein bisschen besonders macht oder was viele von euch halt cool finden, ich finde das auch cool, das ist halt der ELW-2. Ja, machen wir uns nichts vor. Jeder findet den cool. Wenn du jetzt noch aufsatteln würdest, ne? Der ELW 2 natürlich, wie auch der normale ELW, die Funktion, die Alarmstufe zu erhöhen und das Löschflugzeug zu alarmieren. Beziehungsweise die Alarmstufe erhöhen kann natürlich nur der A, B oder C-Dienst, ganz klar. Aber eben halt ansonsten auch eher die Funktion, das Löschflugzeug eben halt mit zu alarmieren. Ich finde das gerade cool, dass er schon mit ausgefahrener Jalousie hierher kommt. Ist natürlich, wenn ihr jetzt einen größeren Einsatz habt, ganz cool, den stehen zu haben, anstatt einen Container. Optisch ist das Ding richtig, richtig schick. Kann sich schön aufklappen. Cool, wenn auch die Satellitenschüssel rauskommt. Aber ansonsten ist das Ding natürlich, es blinkt überall wie ein Weihnachtsbaum. Aber halt, wenn das hier der Dings rausfahren würde, ne? Die Erweiterung, das wäre richtig cool. Aber ansonsten, es ist mal was anderes als ein Container. Vor allem, wenn man jetzt vielleicht zwei große Feuer hat, ist es auch einfacher zu handeln. Aber es ist halt ein reiner optischer, beziehungsweise fürs Flugzeug ansonsten halt ein schöner Aspekt, der dir aber ansonsten nicht viel mehr bietet. Das müssen wir ganz klar dazu sagen. Es ist nett. So, machen wir weiter, wenn wir gerade die Mischwachen sowieso haben. Wir kommen nochmal zur Wache 11. Wache 11, alte, ne? Wache 2. Somit auch Löschzug der Wache 2. Dunkleres Design. Auch hier. Kann ich da so ein bisschen? Nein, komme ich nicht. Auch hier eben hat die DLK wieder auf den Iveco-Fahrgestell. Und natürlich die beiden richtig, richtig, richtig schicken. Was sagte ich? Bei 11 sind wir, ne? HLF1. Ich gehe mal davon aus, dass du das bist. Ja, ist ja Wache 11, jetzt geht also automatisch eine Sirene mit, dann gucken wir uns das gleich nochmal an, aber es sind halt die HLFs, die neuen, die reingekommen sind, die halt, ich finde sie total geil, aber es ist eben halt auch so, dass sie dann das Design noch ein bisschen anders angepasst haben, indem du halt ein dunkleres Rotton hast bei der Wehr. Allgemein ist auffällig, dass die Freiwillige Feuerwehren öfters unterschiedliche Rottönen haben. Dann gucken wir uns mal die Wache 13 nochmal an. Da komme ich ja wenigstens so schön rein. Bestehend aus einem Schlauchwagen, HLF und Elef. Richtig? War ich richtig? Schön. Ja, ich spring auch liebend gerne einfach hin und her. Wo war ich denn jetzt? 13. Da wollte ich auch drauf. Ja, genau. HLF, Elef 10, also Elef Cut eigentlich schon. Und ein Schlauchwagen. Ganz normal, wie wir ihn kennen. Von der Freiwilligen Feuerwehr. Schlauchwagen natürlich noch die Funktion, ein Becken aufzubauen, wo ich aber noch nicht richtig gefunden habe, wie ich es aufbaue. Ich habe aber auch noch nicht nachgelesen, beziehungsweise wie ich das wirklich richtig speise. Ich bin da irgendwie zu doof für den Pendelverkehr. Aber auch das gewöhne ich mir noch an. So, du bist draußen langsam. Das sind halt diese von Rosenbauer. Diese richtig schicken HLFs, wo auch schön noch draufsteht, Löschzug 11 Gleus. So viel dazu. Da haben wir eigentlich noch die 10er. Auch da komme ich so nicht rein. Und die hat halt, was ich auffällig finde, die hat halt das dunkle oder das hellere Design. Gerade wenn jetzt das Tor aufgeht, fällt das auf.
dass es doch ein sehr helles Rot ist. Und ich habe mich erst vertan. Ich habe hier natürlich noch beim Rettungsdienst den Kombi mit drin und das Zelt. Brandalarm. Und das ist jetzt halt das letzte Feuerwehrauto in der Hinsicht, was wir dazu kriegen. Ich finde das gerade schön, dass alle meine Christos außer Dienst gegangen sind. Es gibt natürlich noch Feuerwehren. Ach, wir sind noch gleich bei der 12 und die 2 müssen wir auch noch gucken. Seht ihr mal, ich bin schon wieder einen Schritt wieder zu weit. Hier sieht man nämlich das andere Design, beziehungsweise dieses helle Rotton. Finde ich aber nicht schlecht. Das ist ganz cool, wenn man ein bisschen was anders ist. Hast du ja auch in echt. Hamburg zum Beispiel bei uns hat einen helleren Rotton, während wir hier bei uns eher mit einem dunkleren Rotton rumfahren. Finde ich ganz cool. So, Wache 12. Eine Sache kann ich bei Wache 12 gerade nicht zeigen, weil ich diesen auch nicht alarmiert kriege gerade. Und das ist leider der GWL2. Den kriegst du erst mit einer Alarmstufenerhöhung. Meiner Meinung nach sollte man diesen aber nicht mit reinpacken, genauso wie das HLF 1120, weil es macht keinen Sinn, eine Wehr zu alarmieren, die ich aber auseinanderreiße, nur weil ich keine Alarmstufenerhöhung habe. Meines Erachtens. Ich hätte irgendwie ein bisschen eine andere Aufteilung gemacht. Aber gut. Man hätte ja auch, weiß ich nicht, hier das HLF lassen. Dafür nimmst du die Wache 13 erstmal komplett raus. Und anstatt ein WLF noch, kriege ich den GWL frei. Beispiel. Würde ich besser finden. Aber es ist halt meine Meinung. Ja, das ist die Wache 12. Auch wieder ganz standardmäßig aus einem HLF, einem TLF und einem MTW, der mir schon mal abgebrannt ist, weil ich zu nah wieder am Feuer dran war. Wache 2, Chemiepark. Ich komme da so rein. Bestehend aus einem Dekon-P, einem TLF 4000, einem HLF und einem KDOW, genauso wie beim Rettungsdienst, aus einem NAV. NAV 1, ist das dann der NAV 2? Der ist auf jeden Fall nicht in Dienst. Wir haben einen NAV. Wir kriegen den zweiten NAV, glaube ich, auch gar nicht erst alarmbereit. Nein, ist halt einfach nur Notarzt mit im Rettungswagen mit drin. Aber was hier halt cool ist, ist das neue Design. Also du hast halt hier ein richtig schönes Design. Mit drauf kriege ich den so alarmiert. Muss auch richtig gucken. Ja, kriegen wir so raus. Das neue Design ist halt von dem Chemiepark richtig schick gemacht. Was zu beachten ist, man braucht natürlich zwischendurch wieder den Polizeiwagen, um die einzelnen Pipes abzuschließen, abdicht zu machen, falls es denn mal hier brennen sollte mit einer Dekontamination. Ansonsten ist das so unser Chemiepark. Bis, ich sag mal, stumpf. Muss mal ganz kurz gucken, was das Wetter ist. Das. Bis hier schräg rüber. Hier lang. Hier rum. Und wieder hier zur Wache. Abgesehen von dem hier, ist das der Standard-Chemiepark. Wie der auch auf der Lüdenscheid-Karte war. Dazugekommen ist halt hier hinten ein bisschen was. Transformatorenhäuschen. Und hier vorne halt noch die Chemieanlage. Genauso wie eben halt auch hier die Rohre jetzt ins Haus mit reingehen. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefahrenpotenzial. So, jetzt nochmal die komplettes Design. Natürlich sehr cool gemacht. Ja. Also kleinerer Chemiepark, trotzdem sehr, sehr viel Potenzial, brennbares Potenzial. Auch wieder drumherum mit Wald. Der Wald von den Wegfindungen her ist tatsächlich der Standardwald.
Von Wuppertal. Das ist witzig, das wusste ich auch so noch nicht. Da habe ich mich auch noch nicht so mit beschäftigt. Das heißt, du hast diesen Abteil, der aus der Wuppertal-Mod irgendwie mitkommt, genauso wie halt hier. Der Steg, bisschen umgebaut. Bisschen umgebaut. Also, Wuppertal-Spieler werden sich hier auch schnell zurechtfinden. Aber okay. Es war ja nicht grundsätzlich alles schlecht bei der Wuppertal-Mod. Warum nicht auch die guten Aspekte mit übernehmen? Genauso wie, jetzt muss ich selber mal überlegen, was ist denn neu auf der Karte gekommen? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Oh, wir haben hier einen Schrottplatz. Cool. Wir haben irgendwo. Na, machen wir anders. Wir haben eine Autobahn gekriegt. Und zwar eine richtige Autobahn, also wirklich eine Autobahn. Und ich hatte bisher darauf genau keinen Einsatz. Außer mal eine Demo. Aber was ich halt cool finde, du hast halt die Schilder, wo drauf steht Linzingen, du hast Lüdenscheid mit Ausgestattung und Brandstedt, die es ja noch nicht gibt, wo man in der Überlegung ist, diese einzubauen, was allerdings dazu führen würde, dass natürlich in der näheren Zukunft Ach, LKW. Was natürlich dazu führt, dass dann geplante Sachen oder Änderungen auf der Linzingen- oder Lüdenscheid-Karte halt zu kurz kommen würden. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber wir haben ja gerade die beiden Karten, die ja überarbeitet wurden. Ich suche jetzt dieses blöde Oktoberfest. Und natürlich finde ich es jetzt gerade in meiner Vorstellung nicht wieder. Wieso denn auch? Kann nicht sein. Muss ja irgendwo sein. Egal. Wir haben Oktoberfest, ein kleines. Punkt. Die Info muss euch jetzt reichen, wenn ich das nicht noch irgendwie nochmal finde. Ich jetzt auch gerade doof, dass ich das finde. Ich meine, das war hier irgendwo in der Ecke. Ja. Prinzipiell wieder alles schön geworden. Wie gesagt, Wuppertal-Spieler werden zwischendurch immer wieder die Wuppertal durcherkennen. Das ist auch okay. Das ist, glaube ich, auch so gewollt. Ich sehe da auch keinen. Hier habe ich noch was anzukreiden. Pass auf, falls das wieder einer der Entwickler mal guckt. Hierunter sammelt sich oder steht öfters mal ein PKW. Diesen PKW kriegst du da aber nicht weg. Das heißt, der Verkehr staut sich bis irgendwo hier hinten, wenn du nicht irgendwie mal die Debug-Funktion findest, so wie ein kleines Dummerchen wie ich, um das Ganze aufzulösen. Und dann hast du irgendwann einen kompletten Stau durch die ganze Stadt, was dann natürlich dazu führt, dass irgendwann das Spiel auch abstürzen kann. Ist so. Ich suche immer noch dieses blöde Oktoberfest. Ich bin der Meinung, das war irgendwo hier. Ich kann mich aber. Der Durchgang kommt mir sehr aus Berlin bekannt vor. Na egal. Ja. So viel im Großen und Ganzen zur Linzing-Karte. Ich weiß, ich werde wieder 10.000 Sachen vergessen haben. Nehmt es mir nicht böse. Und es wird hier auch wieder unten ein Kommentar kommen. Bestimmt vom Entwickler, was denn noch alles Phase ist auf der Karte. Ich stelle allerdings Mods nicht nach den Leuten vor, die krass diese Details suchen. Ich stelle sie eben halt nach denen vor, was der Standardspieler, also 85% der Spieler, einfach nur machen. Sie gehen auf die Karte und spielen diese Karte und alle sind glücklich. So stelle ich meine Mods vor und gehe da nicht allzu tief ins Detail. Das nervt mich jetzt aber, dass ich das nicht finde. Na egal. Ich bin sonst soweit durch. Fahrzeuge haben wir großenteils besprochen, was wir zumindest in den einzelnen Dings haben, in einzelnen Wachen. Wir haben kurz über ein paar Funktionen geredet.
Das ist auch vollkommen okay. Ich finde, das reicht. Wir sind jetzt eben halt schon 30 Minuten wieder dabei. Und ich wünsche euch dann einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.